insanların, efsane oyuncularıyla tekrar karşılaşmak, onlarla beraber olmak bizim için de çok mutluluk verici, gurur verici. Fußball ist ja immer ist ja etwas, das zusammenschweißt, Menschen zusammenführt. Klar möchte man gewinnen, aber natürlich es ist es ein freundschaftliches Treffen. Man freut sich schon drauf, dass man wieder mal ein bisschen kicken kann und vor allem alte, bekannte Gesichter sieht und sich auch mal austauschen kann. Deutsche und Türken verstehen sich wieder gut, weil ich glaube mal, die Freundschaft hat ein bisschen gelitten die letzten Jahre und daran müssen wir ein bisschen arbeiten. Das sind ausschließlich Nationalspieler, die auf hohem Niveau gegeneinander Fußball spielen. Ich glaube, es wird ein enges Spiel und der Bessere soll gewinnen. Eski günleri biraz da özlemle anacağız. Bakacağız bir de Almanya mı, Türkiye mi? Dostluk maçı ama sonuçta da galip gelmeye oynayacağız. Meiner Meinung nach ist Sport, Kulinarik und Musik sind die drei besten Brücken, die Kulturen und Nationen zusammenbringen können. Und deshalb war die Idee, das über den Sport die ganze Sache praktisch herzustellen. Und das ist für mich eigentlich die Grundidee gewesen.